Hallo und herzlich willkommen im Drexler Magazin Online Workshop. Heute darf ich wieder Wolfgang Hess von der Firma Tormek aus Schweden begrüßen. Hallo Holger. Hallo. Wir dürfen heute eine Leserfrage beantworten, die uns zugeschickt wurde von Ludwig Späth. Herzlichen Dank dafür. Und gleich geht's los. Ja, in verschiedenen Videos haben wir jetzt mittlerweile schon gezeigt, grundlegende Dinge des Nassschleifens. Und Ludwig Späth hat uns geschrieben, wie ein Fingernagelanschliff entsteht. Ja, gut. Wir haben da natürlich eine gute Hilfe schon mal, einige Vorschläge von verschiedenen Anschliffen. Und jetzt, wenn ich jetzt einfach mal schaue, wir suchen uns mal 45 Grad aus. Ja, könnte passen. Und einfach ein statischer Griff. Und dann, natürlich Maschine sollte laufen. Und dann setzen wir an. Wolfgang, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Spindelformröhre an. Okay. Also, Spaß beiseite, die Spindelröhre, ganz klar. Hier gehen wir erstmal her, stellen uns unseren Abstand zum Stein ein. Hier ist es ganz gut, hier haben wir eine Rezeptur darauf, drei Einstellungen, wie wir einfach die Geometrie ganz einfach herholen können. In diesem Falle haben wir die Einstellung über das Loch A. Dann brauche ich einfach nur ein bisschen noch die Distanz, damit wir beide Rädchen glatt auf dem Stein auflegen. Dann haben wir die zweite Einstellung. Das ist dann jene des Winkels, die wir hier einfach einstellen. In diesem Fall ist es die Nummer 2. Die habe ich hier schon eingestellt. Und dann kommt noch am dritten dazu, damit wir hier einen Vorschub haben. Den stellen wir hier auf die 65 ein. Nachdem wir jetzt das eingespannt haben, haben wir die perfekte Geometrie und haben wiederum die perfekte Ablage über den Stein und fahren einfach zum Schleifen viermal darüber, haben wieder eine perfekte Phase, die wir dann gegenüber einfach kurz nochmal abziehen. Hier legen wir nicht die gesamte Phase auf, sondern nur die vordersten 2 mm, bei der wir schneiden. Wir ziehen einfach den Grat kurz nochmal ab, verbessern dadurch auch nochmal die Schneide und ziehen ganz einfach den Grat nochmal ab. Und damit haben wir eine schöne, gleichmäßige, saubere Schneide. Okay, das bedeutet, alle Parameter, die ich benötige, um die Schneidengeometrie zu messen und hier nachzuschleifen mit dieser Schleifvorrichtung, habe ich hier auf dieser Lehre. Ganz genau. Das heißt, hier in diesem Winkelmesser habe ich da auch die Möglichkeit, eine Schneide, deren Winkel ich zum Beispiel nicht kenne, hier abmessen kann. Indem dass ich das hier reinhalte, dann sehe ich hier bei 30 Grad passt das nicht ganz. 45 habe ich auch Luft. Mhm. Und bei 55 habe ich den perfekten Winkel. Somit kann ich auf der Liste nachschauen, welche weiteren Einstellungen ich brauche. Das heißt einfach die Distanz zum Stein. Hier habe ich dann noch die Einstellung des Winkels, dass wir hier vornehmen. In dem Falle wäre es auch, wie ich hier auf der Rezeptur habe, die Nummer 4. Mhm. Das heißt, die stelle ich hier ran, an diesen Ziffern, die hier unten dran stehen, stelle ich das ein, öffne ich ganz einfach, verändere das auf die 4. Somit verändere ich den Winkel in Relation wiederum zum Abstand. Zum Stein ergibt sich eine Geometrie, die sich einfach im Werkzeug widerspiegelt. Mhm. Somit einfach immer wieder die perfekte Wiederholbarkeit da ist, die einfach dann noch gegeben wird durch den Vorschub. In dem Fall haben wir hier auch nochmal 65, wenn ich darf. Ja. Legen wir an, legen wir rein, schieben an, damit haben wir einfach die 65 mm im Vorschub. Und wenn ich jetzt hier wieder auflege, mit den drei Einstellungen, Distanz, Vorschub, Winkel, erhalte ich perfekt eine Phase wieder.
Liebe Zuschauer, Sie haben sicher gesehen, dass hier ein anderes Werkzeug jetzt genommen wurde, um das ganz kurz nochmal zu erklären. Es gibt ja verschiedene Röhrenarten. Einmal die 13 mm Spindelformröhre, die wir gerade geschliffen haben. Das hier wäre eine Formröhre, ungefähr mit 20 mm Breite. Möchte ich dich einfach jetzt mal nochmal bitten, diese zu schleifen und sauber nachzuvollziehen. Das heißt, wir haben jetzt einfach die Einstellungen gehabt. Ich setze auch von der Seite auf an, nie in der Mitte, damit ich die größere Auflagefläche habe. Hier einmal rüber, zurück. Und bin schon wieder fertig. Und wie Sie sehen, ich führe einfach nur mit der rechten Hand und der Druck, den führe ich hier vorne aus, also nie von hinten, um einfach die Hebelwirkung nicht auszunutzen. Das wäre zu viel Druck auf das Werkzeug. Und hier in dem Falle genauso wieder abziehen und wieder polieren. Und somit habe ich wieder eine perfekte Formröhre. Ja. Wolfgang, was passiert, wenn der Stein kleiner im Durchmesser wird? Ich muss ihn ja immer wieder mal abziehen oder beziehungsweise legalisieren von der, vom Durchmesser her einfach etwas schrumpft. Was passiert mit den Einstellungen? Mit den Einstellungen passiert eigentlich gar nichts. In diesem cleveren Stück Plastik, um es mal zu sagen, diesem Winkelmesser, ist die Geometrie so ausgeklügelt, damit das einfach durch diese unterschiedlichen Löcher plus den zwei Rädern immer die Universalstütze auch mit zum Zentrum sich verändert, damit wir einfach immer wieder gleich liegen. Wichtig ist, dass die beiden Rädchen aufliegen, dann stimmt immer wieder alles, das gleicht es automatisch aus. Die zweite Frage wäre, du hast vorher diesen Bügel umgedreht, wenn ich das mal kurz da zeigen darf. Einmal umgedreht und dann hier auch gleich mit der Einstellung die Schneide nochmal abgezogen. Genau, das heißt optimal wäre, bräuchte ich nichts verändern, wenn der Durchmesser genauso groß wäre. Ich könnte hier genauso hergehen und die gleiche Prozedur vornehmen, um das, den gleichen Abstand zu erreichen. Nur dann poliere ich die gesamte Fläche. Im Prinzip reicht hier das Augenmaß, wenn ich hergehe und die ersten 2 mm wie wir jetzt erreichen, ein bisschen weiter ran und haben die ersten 2 mm, ziehen wir ab. Das, abziehen, ja. Genau, das reicht eigentlich schon. Da reicht das Auge. Okay, perfekt. Super, dann machen wir das doch einfach mal ganz kurz. Da auch einfach den Draht von dem kleinen Schleifband abnehmen. So, dann gehen wir einfach raus. Mal das kurz mal auf die Seite, die dann im Weg ist. Dankeschön. Und ziehen auf der Innenseite noch mal ganz kurz den Grat da auch ab. Somit habe ich eine wirklich perfekt vergütete Schneide, die einfach auch wiederum, wie gesagt, perfekt ohne Widerstand ins Holz gleitet. Sehr gut, ja. Ja, was viele Zuschauer sicher interessieren wird, ist auch die Schalendrehröhre, hat einen Fingernagelanschliff. Eigentlich sind die Flanken hier sehr weit zurückgeschliffen. Grundsätzlich ist der Vorteil bei einem Fingernagelanschliff, die weit zurückgeschliffenen Flanken beim Einstechen in das Holz geraten die nicht so schnell an das Holz ran und verhaken nicht. Großer Vorteil bei der Schalendrehröhre. Auch die kann ich natürlich hier mit diesem Schleifsystem perfekt schleifen. Ganz genau. Auch hier haben wir wieder eine Einstellung, unsere Rezeptur notiert, damit dass wir das einfach schnell wiederholen können. Das heißt, hier habe ich die gleiche Einstellung, das Loch A von diesem Winkelmesser. Haben wir vorhin schon gehabt, brauche ich also gar nichts zu verändern. Einzigste, was ich in dem Moment hier noch verändern müsste, ich habe hier darauf stehen, den Winkel von der Nummer 2, müssen wir also von der 4 auf die 2 hier wieder zurück, damit dass ich meine 45 Grad, die Schalenröhre hier hat, wieder zu erreichen. Das heißt, hier genauso wieder einspannen, auch hier steht wieder der Vorschub von 65. Hier machen wir vielleicht eine kurze gemeinsame Arbeit, indem dass du mir den hältst, was normalerweise auf der Werkstattbank liegt. Hier sehen Sie einfach noch mal deutlich auch der Vorschub von 65 mm hier in diesem Abstand. Und wiederum geht's los. Simpel und einfach. Wenn man hier wieder schaut, liegt die Schneide wieder perfekt auf dem Stein. Ganz einfach wieder, wenn man merkt, dass das nicht mehr scharf, fährt man seine ein.
2, 3, 4 mal darüber. Und man schaut, wieder perfekt erwischt. Eine einzige Phase, minimaler Abtrag. Bei der Schalendrehröhre ist es oftmals interessant, einfach eine zweite Phase hier hinten am Grund der Phase nochmal anzuschleifen. Einfach um die Phase noch ein kleines bisschen zu verkürzen. Ganz genau. Kann ich das mit dieser Einstellung machen? Oder? Ganz einfach. In dem Fall, wie gesagt, wenn dann die Ferse hier im Weg ist, dann öffne ich hier unten einfach die Schraube und bekomme einfach eine längere Distanz zum Stein und somit zerstöre ich einfach nicht mehr die Schleifphase, sondern einfach nur unten an der Ferse und die kann ich zurückschleifen im Prinzip, soweit ich möchte. Mhm. Und somit beschädige ich die obere Phase überhaupt nicht mehr, komme aber auch in dem gleichen Flankenprofil wieder heraus. Und dann ganz einfach abziehen wieder von der Innenaußenseite. Dann habe ich wieder eine perfekte Schalenröhre. Mhm. Perfekt, gut. Wolfgang, es gibt gerade bei den großen Röhren mittlerweile diesen Celtic Grind Anschliff, der noch weiter nach hinten geschliffen ist und die Schneide damit sehr aggressiv und effektiv macht. Also gerade im Querholzbereich kann man dann wirklich sehr viel Span nehmen. Geht das auch mit den Einstellungen? Ganz genau, das ist das gleiche. Der gleiche Werkzeughalter, das ist einfach nur, entsprechend verändern sich die Winkel, weil der ist in der Regel ja mit 60 Grad geschliffen. Genau. Das wird genauso durch die verschiedenen Ziffern eingestellt, somit kriege ich einfach diese konvexe, aggressive Schneide hin. Also das heißt, möchte ich auch einen speziellen Anschliff, zum Beispiel 55 Grad an meiner Schalenröhre, kann ich alles mit der Lehre abmessen und nachvollziehen dann. Ja? Richtig, ganz genau. Wichtig ist eben, dass nur konvex und nicht mehr konkav geschliffen wird, weil dann habe ich ein großes Problem. Mhm. Das ist einfach zu beachten. Okay, danke. Bitte. Vielen Dank, Wolfgang, für die Information. Wie immer würde es mich freuen, kommentieren, Daumen hoch oder einfach uns eine E-Mail schreiben. Informationen finden Sie natürlich auch im Drechsler Magazin. Oder auf unserer Internetseite www.drechslermagazin.net. Stay sharp mit dem Fingernagelanschliff.